Morgen. Guten Morgen Deutschland, ne? Guten Morgen Deutschland. Wie geht's? Danke, gut. Schön, dich endlich mal wiederzusehen. Ja. Dein Fahrzeug steht auch schon bereit. Dann let's go. Let's go. Auf geht's. Ja. Parkplatz mal suchen. Parkplatz hier vorne. So, Herr Jungwirt, wie geht's Ihnen? Oh, ich glaube, das war die kürzeste Anfahrt, die ich hatte. Stimmt, ja? Ja, 100 Kilometer. War eigentlich schön entspannt. Mir geht's gut soweit. Danke. Heute fangen wir an mit Gewicht machen. Mhm. Locker. Bin eigentlich schon 2-3 Kilo unter meinem normalen Gewicht, was ich sonst habe. Mhm. Und ja, fühle mich gut. Hab noch Energie. Ja, jetzt machen wir heute mal noch so 3-4 Kilo und dann den Rest schauen wir mal, was morgen dann noch drin ist. Denk mal, morgen vielleicht so 2 vielleicht noch. Wie viel hast du jetzt insgesamt noch runterzugehen? 6. 6, okay. Ja, easy. Ja, das ist easy. Aber man sieht es direkt im Gesicht. Immer bei mir. Das ist ja krass. Ja. Ja. Und? Dann habe ich hier noch Österreicher Sauder. Deutschland. Und? Das geht ab. Dankeschön. Aber wir haben uns vorher schon gesehen. Hast du ihn auch schon gesehen? Ich habe ihn schon gesehen. Ja, und Trainingsanzug, den Retro-Trainingsanzug, ein paar T-Shirts. Ja. Danke an Afram, an meinen Freund. Danke an VfB. Werde ich mit Stolz und Ehre anziehen und tragen. Christian Jungwirt. Eine gute alte Pizza. Aber ich benutze sie ja nicht. Nee. Die ist. Nee. Das war ein Witz jetzt. Dass die, wenn genau, ich wieder gleich Arschwasser gekriegt habe. Das war Satire. Stark wie immer. Wahnsinn. Jawohl. Dieser Mann. Ein Berg. Kreatin, ganz wichtig, nach der Waage. Ein halbes Kilo reinpfeift. Wasserkocher, aber der ist klein. Ich habe auch noch reingeschränkt. Ja, aber die sind zu klein, da muss man. Vielleicht einen größeren kaufen. Was bedeutet das jetzt im Worst Case? Ich brauche mindestens 40 Grad Wassertemperatur. Okay. Und weil jetzt hat es nur 36 und das ist zu wenig. Deswegen müssen wir dann morgen wahrscheinlich dann immer heißes Wasser aufgießen, dass ich immer konstant die 40 Grad habe. Muss auch wieder einmal ESN.com dabei, ja? Jawohl. Isoclear. Aber erst abends nach der Waage. Vitamin D3, K2. Allgemein sehr wichtig. Kann ich jedem empfehlen. Die meisten Leute hier in Deutschland oder allgemein leiden unter Vitamin D-Mangel. Mhm. Deswegen Vitamin D mache ich in Kombination immer mit K2, weil das der Wirkstoff dann sich verbessert. Ne, was, wie sagt man, die Aufnahme verbessert. Die Aufnahme ist dadurch besser von dem Vitamin D3. Ich nehme da 6 Kapseln am Tag. ESN, Reispudding, Carbs, wichtig. Habe ich generell immer 2 Stunden vor jeder Trainingseinheit, auch morgens oder abends nehme ich das immer. Und genau, das ist auch in so einem kleinen Pack. Mit 100 Gramm sind da drin, das ist auch nicht schlecht. Für To-Go. Hast du getrunken? Also bist du besoffen oder was? Ich bin einfach nur umgefallen, sorry. Also es hält auf jeden Fall. Ja, da, aber die Temperatur ist nicht so. Temperatur ist scheiße. Ja, ist nix. Das ist was für Warmduscher. Ja, ich brauche mindestens 40 Grad. 41, 42 ist optimal. So, wo greifen wir zuerst an? Also, wir laufen jetzt erstmal ins Milaneo rein und dann gucken wir nach einem Wasserkocher, nach einer Deutschlandflagge und nach Futter für uns beide. Aber mit was fangen wir an? Wir schauen jetzt einfach mal, was wir sehen. Wir gucken jetzt mal, wo es hier eine Information gibt, eine Übersicht, wo wir... Bleibt spannend also, ja. Als würdest du wissen, wo die sind. Krass. Ein Wasserkocher mit 1,7 Liter Fassungsvermögen für einen 10er, wie gesagt. Ja. Für einen 10er. Also geht zum Mediamarkt, kauft den von OK. Unbezahlte Werbung. Fahne, zeitaufwendig. Weil? Wir müssen jetzt ins Hotel eigentlich. Erst essen und dann ins Hotel. Ja, nein, du musst sagen, weil wir jetzt essen müssen. Weil wir jetzt essen müssen. Wie siehst du eigentlich Christian jetzt im Vergleich zu zum Beispiel letztem Mal? Also mental, körperlich? Also du hast gerade angesprochen, mental. Als ich den heute getroffen habe, bin also zu seinem Haus, an seinem Haus angekommen jetzt, hatte gleich die Türen geöffnet, der war sehr euphorisch, mit ganz viel Energie, obwohl er jetzt schon im Weightcut ist und hat auch gleich sehr viel positive Dinge gesagt, ganz anders. Der hat sein Mindset komplett verändert. Also die Pause hat ihm gut getan, auch wenn es blöd klingt, dass die Verletzung jetzt gut für ihn war, aber das hat auf jeden Fall ihm neue Motivation gegeben und mehr Energie wieder. Also der besagte Trainingsanzug, ja? Jawohl. Und? Steht mir. Steht dir sehr gut, ja, muss man sagen. Ich erwische immer welche, die schon teilweise verschimmelt sind. Geht mir genauso, ja. Das gibt's nicht. So, erzähl mal, wohin gehen wir jetzt? Jetzt habe ich ein Privatspa für uns gebucht. Für 4 Stunden. Und da gehen wir jetzt hin, Gewicht machen. Müssen wir circa eine halbe Stunde fahren. Ich wollte entspannen, weil das habe ich mir hart verdient. Ja. Nach der harten Vorbereitung jetzt einfach Gewicht machen, entspannt. Und nicht hier mit 20 Leuten in der kleinen Sauna. Ja. Und einfach genießen, entspannen,
sich wohlfühlen, die Ruhe vor dem Sturm einfach genießen. Das habe ich mir verdient und ja, das braucht mein Körper, mein Geist. Also diesmal keine Anzeige nach der Sauna. Nein, du hast offiziell die Erlaubnis mitzukommen, zu filmen. Sehr schön, ja. Sehr schön. It's time to work. It's time to work. Let's go. Bitteschön. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Hier herrscht Textilpflicht, hat Chris gefragt. Er meint, hier herrscht gar nichts. Ja. Hast du noch mal ein bisschen was getan vom letzten Mal? Ja, Mann. Schon, gell? Noch ein bisschen Lina noch. Okay, ja, wir sind jetzt dort. Na, guck, wer da ist. Servus! Hey, hi! Also, hast aber lang gebraucht. Ja? Was willst du denn da unten? Nix, ich wollte nur fragen, ob ich bei der Entspannung dabei sein darf. Hammer geil. Darfst du, aber ich bin, im Kopf bin ich jetzt nicht mehr dabei. Gut, dann lass ich bin jetzt mal. Bei mir. Dann lass ich dich in Frieden, okay? Jawohl. Sitzende Position, dass du deine Füße nach rechts auflegst, aber nimm dir ruhig deine Zeit, gell? Richtig stark. Nee, ja. Danke. Genau, richtig. Dankeschön. Super, danke. Dankeschön. Jetzt geht's weiter. Oh, schon gut. Jetzt runter. Dann beginnen wir mit der Sauna. Da möchte ich für mich sein. Ungestört. Ich nehme euch mit, kein Problem. Aber da will ich für mich sein, abschalten, runterkommen, fokussieren und genießen. In anderen Worten, ich soll die Schnauze halten, ne? Genau. Okay. Auf Puder Energie. Okay, mach's ganz groß, ganz groß. Dein. Und da unten Champion. Champion. So sieht's aus. Das ist auch mein Wort. Danke, danke recht herzlich. Danke, gute Arbeit. Ja, Dankeschön. Das ist meine Leidenschaft. Ja, nein, mein Lieber. Alles gut? Ja, alles gut. Na? Servus. So, auch wieder am Start, ja? Ja, immer noch. Ja, zauber. Sensei, wie lief die Vorbereitung? Die Vorbereitung lief sehr gut, ja. Muss ich ehrlicherweise sagen. Also, wir haben uns 8 Wochen Zeit genommen diesmal, in Ruhe gestartet und haben absolut gepiekt jetzt. Ist perfekt. Okay. Also die letzte Woche war nochmal richtig so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt passt's. Jetzt ist er genau da, wo man haben wollen. Sehr schön. Und mental hungrig? Sehr hungrig. Ja. Wir alle sind hungrig. Okay. Ja, auf Erfolg. Wie ist die Lage? Entspannt. Genau das braucht mein Körper, meine Seele. Ja. Du merkst selber, wie gut es tut. Ja. Vor allem in dieser Atmosphäre. Das ist perfekt. Es macht so viel aus. Weißt du, was ich meine? Deine Ruhe zu haben. Das kann ich euch allen mal empfehlen. Wirklich, nehmt euch mal die Zeit für euch selber. Euch die Ruhe. Kehrt in euch. Fühlt euch. Spürt euch. Und nehmt euch Zeit für euch selber. Das ist, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ich finde am interessantesten ist der Kontrast, weißt du? Hot Massage, hier Sauna, Ruhe, gelassene Musik und am Sonntag spielen die bösen Onkels hier die und dann gibt es richtig auf die Fresse. So sieht's aus. Morgen früh noch 3 Kilo. Mhm. 3 Kilo nach rausschwitzen. Wahnsinn, ey. Aber man sieht schon, gell? Ja. Aber fühle mich gut, weil ich schon 2-3 Kilo leichter bin als die letzten Male. Ja. Also das merke ich jetzt bei dem Weightcut auf jeden Fall. Dann sehen wir uns morgen, gell? Morgen. Gute Erholung und jawohl. Morgen früh einen entspannten Weightcut wünsche ich dir. Genau, ne? Ich melde mich dann nach der Waage. Jawohl. Und dann abends sehen wir uns, ja. Perfekt. Auf geht's, gell? Dann schönen Abend euch und peace out. Gute Nacht, bis morgen. Wann sehen wir uns? Morgen früh, 5 Uhr bis 5 Uhr. Bis 5 Uhr. Gute Nacht. Hier geht ja noch was essen. Richtig. Lasst euch schmecken. Danke. So, Herr Adler. Hallo. Also, wir haben das Gewicht jetzt geschafft. 2 Durchgänge, 2x Badewanne, 2x nachgeschwitzt. Chris wollte heute einfach nur seine absolute Ruhe haben. Mhm. Und man muss auch sagen, die letzten Male hatten wir auch einen Weightcut abgefilmt. Ja. Den könnt ihr auf jeden Fall hier nochmal anschauen.
Falls ihr nochmal Details haben wollt, genau heute wollten wir unsere absolute Ruhe haben und das hat auch super geklappt. Genau, wir haben sogar währenddessen er in den Handtüchern lag, dann auch nochmal genappt. Einmal 45 Minuten, einmal eine halbe Stunde. Also es war heute sehr, sehr tief entspannt. Und jetzt gehen wir nochmal runter. Wir prüfen die Waage und das müsste aber auf jeden Fall passen. Vielleicht kannst du auch noch eine Kleinigkeit gleich trinken. Ja. Genau. Daumen hoch. Let's go. Jetzt gehen wir ins Hotelzimmer. Da legt sich der Chris hin. Dann kann er jetzt noch bis um kurz vor 9 schlafen und um 9.20 Uhr gehen wir runter zum Stairdown und zur Waage. Genau, wir haben jetzt 77,1. Jetzt kann er noch 400 Gramm trinken oder was essen. Wir haben Datteln da. Genau, jetzt kann er für 400 Gramm selber entscheiden, was er haben möchte. Guten Morgen. Und wie lief's? Ja, eben mit den Umständen sprechen gut. Drei Durchgänge. 84,2. Ja, genau. Glückwunsch. Merci. Yeah, come, brother. Oh, brother, listen. I want to fight now. Hey, I'm not ready. Please, don't move. Brother, I want to fight now. Okay. I want now, no, no. I want now. I want now. I want to fuck you up now, brother. Let's welcome first the Prince of Bratislava, Robo Pukac. 77.5 there for Robo Pukac. A man, the myth, the legend, the Celt. Let's welcome him now, Christian Youngworth. Escape from the rear naked choke you saw there against Bojan Veličković. 77.4 there for Christian Youngworth. Set and ready for his return in our main event. What a fight this, our main event. This scheduled for 5 rounds. Pukac versus Youngworth. Was genau achtest du bei der Untersuchung? Ja, da dürfen natürlich keine akuten Verletzungen da sein. Ne? Also okay. Es gibt dann im Rahmen der Vorbereitung kann man nicht immer so kleine Brüche zuziehen, ob es ein Rippen gebrochen ist zum Beispiel. Und deswegen tastet sich immer den Brustkorb ab, ob da ein Knirschgeräusch da ist, ob die Leute sich zusammenzucken. Und dann merkst du schon, weil MMA-Kämpfer sind halt so, die verschweigen gerne so Verletzungen. Ja. Und dann treten die, Hauptsache die treten beim Kampf an. Und das ist nicht immer sinnvoll manchmal. Also die Begegnung ist teilweise in Gefahr und das muss man ein bisschen rausfischen, diese Fälle. Ob das ein Knockout war in den letzten Wochen eventuell manchmal, das kann man sowieso nicht nachweisen, wenn es einem keiner sagt. Aber zumindest die Verletzung, die ich hier abtaste, kann, die checke ich zumindest ab. Augen, Jochbein, Kiefergelenkhöhle, ob Zähne ausgeschlagen sind oder ob die Schlüsselbein, Rippen, Hände, Handgelenke, Mittelhandbrüche oder sowas. Das kann man zumindest ausstechen durch diese Druckuntersuchung einfach. Salz mit Apfelsaft. Schmeckt gar nicht so schlecht. Nach der Waage. Und Zitrone. Gibt es irgendwelche Veränderungen zum letzten Aufladen? Es wird immer besser. Immer 5-10% besser. Mit jedem Durchgang. Mit jedem Mal. Der fühlt sich echt super. Ganz entspannt. Christian Youngworth, eine Frage an dich. Erstmal, ich sehe dich jetzt hier gerade schon ein bisschen. Du siehst aufgepeppt aus, sieht so aus, als würdest du den Kampf von morgen jetzt schon ein bisschen im Kopf durchgehen. Wie sehr kribbeln dir gerade die Finger und die Hände? Skala von 1 bis 10. Kein Kommentar dazu. Ich freue mich einfach zu kämpfen wieder und kann kaum abwarten. Wie gesagt, ich sprühe vor Energie und die Pause, sie hat mir richtig gut getan. Und ich merkte es war wirklich, ich sag mal, nichts passiert ohne Grund im Leben. Es musste so sein, es sollte so kommen. Und deswegen bin ich Gott dankbar, dass er mir das gegeben hat. Ich habe nicht einmal dran gedacht, ah scheiße, Verletzung oder keine Ahnung. Nein, ich bin dankbar dafür, dass er mir die Pause gegeben hat. Und daraus habe ich mich weiterentwickelt. Mit Abstand, hier gibt es die beste vor. Also wirklich. Wo ich jetzt in der Vorbereitung war, ich ja immer von Montag bis Mittwoch bei meinem Cousin hier in Stuttgart, habe bei ihm übernachtet und hier bei dem Hallon. Das mittlerweile verstehen wir uns gut und ja, da freue ich mich schon auf die Vor. Wirklich die beste Vor in Stuttgart.
Panna Cotta mit frischer Erdbeersoße. Hast du bekommen, meine Damen? Sehr nett. Probieren wir. Jetzt muss ich probieren. Ja, genau. Jetzt vernichtet ich das. Nicht so süß. Nein, echt nicht so süß. Danke, bis später. Ciao, ciao, wie du ja. Guten Abend zusammen. Wir haben jetzt schön vietnamesisch gegessen. Es gab Pho, es gab Reis mit Gemüse und Fleisch. Jeder so, wie er wollte. Und jetzt drehen wir noch eine Runde um den Block. Genau, einen Verdauungsspaziergang. Da, der Chris macht schon wieder ein Bild. Überall die Fans, wir sind in Stuttgart, Heimspiel. Und morgen knallt's. Wie nervig ist es als Kämpfer, sowas noch machen zu müssen? Was meinst du? Also, ich kann es nur in den Augen eines Betreuers fühlen. Das ist, glaube ich, echt nervig. Guck mal, wir haben hier 10 vor 10 und der muss hier die ganzen Plakate unterschreiben. Ich glaube, das sind jetzt nochmal 150. Aber der Christian macht das mit einem Schmunzeln, einem Lächeln. Gehört zum Job dazu. Die wollten es, dass ich vorher mache. Also vor dem Essen, nach der Pressekonferenz, habe ich gesagt, nee, wir gehen jetzt erst essen. Mach das nachher in Ruhe. Und genau. Und die Ruhe habe ich jetzt. Ist okay, oder? 81? 89. 89. Wie viel hast du heute Morgen Waage gemacht nochmal? 77, 6, 5, 4. 4. Ja. Wahnsinn. Ja, der junge Mann macht seine Hausaufgaben. So, gute Nacht, meine lieben Leute. Schaut morgen früh wieder rein. Also gleich weiter gucken. Gute Nacht. Das schaut. Gute Nacht. Gute Nacht.